Huch. Wow. Danke, Zyrum. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Das finde ich doch gerade total toll. Aber ich habe gar nicht gesehen. Scheiße. Kann das sein, dass mein Text da gar nicht angezeigt wurde? Leck mich doch, du Dreckigen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für deine Spende. Huch! Holy, ich habe gerade Angst gehabt, aber der. Also alles gut, mein Raptor ist gerade umgefallen, aber. Er ist betäubt, ja. Ja. Holy. Nur ich das halt so. Weil eigentlich bin ich auch doof, ne? Willst du mitmachen? Ja, können wir da Faust mitmachen, super. Oh, so nicht. Oh, hier ist doch der Bär. Sag ich doch, der ist doch hier. Ups. Hoffentlich folgt keiner. Ich habe wieder aus Versehen gepfiffen. Zur Not nimmst du halt von deinem betäubten Typen da das Sattel weg und gibst es einem anderen. Ach so, auch alles gut. Ich habe noch über 70 Pfeile, alles gut. Es dauert ein bisschen, wie ich feststellen muss, aber oha, jetzt ist er tot. So, mit was hast du das ganze Leder gefarmt? Spitzhacke oder Axt? Mit Axt. Gut. So kann ich pfeifen und dann kommt Huch. mein Nein. Dein. Oh, jetzt sind sie beide tot. No. Ach so, warte mal, ihm konnte ich ja helfen, indem ich so eine die weißen Beeren genommen habe, ne? Ja, kannst du mit weißen Bären füttern. Wieso sind die gegen die Raptoren verreckt? Beide! Ja, das frage ich mich auch gerade, aber ich habe auch nicht mehr drauf, wie Stand da Alpha oder stand da normal? ich habe es nicht gelesen. Nee, da stand aber Aberration-Dingenskirchens drauf. Das finde ich ja seltsam. Das sowieso, ja. Das ist ja ziemlich wird. Aber ich muss trotzdem hoch meine Leiche holen, weil. Da ist mein Also so Schwert da drin und wirklich. alles. Also wirklich habe ich das nicht das Gefühl, dass die weißen Bären helfen. Ja, nach und nach. Nicht sofort. Ach so. Na dann könnte es klappen. No, armer Raptor. Liegt er da bewusstlos? Meiner ist tot. Ja, okay, das ist noch schlimmer. Vor allem der Sattel. Na, aber bekommst du den Sattel jetzt wieder? Wenn ich rechtzeitig oben ankomme. So eine Scheiße. So. So, Xaram hat bezahlt. Fanservice ist vorbei, jetzt kann ich mich anziehen. Ach ja. Oh. Und mir tut der Raptor gerade so leid, wie er liegt. Mein geliebtes Haustier. War nämlich den Weg wieder dahin. Muss nur an den Raptoren vorbeikommen, dann kriege ich mein Zeug wieder. Mein armes Bibi. Ich greife nie wieder so ein Stachelvieh an. Oh. Ups. Das ist zu tief. Oh. Du bist Level 33 schon? Ich kann es mal sehen. Okay, ich muss von zu Hause aus laufen. Ich glaube, das ist der sicherste Weg. Von alten Zuhause aus. Kann ja mal gucken, was hier so abgeht. Aber wieso? Wir haben doch ein Bett. Ach so, nee, du willst ja einen Sattel wieder haben. Nicht nur den Sattel, auch mein Zeug. Ja, stimmt. Aber wenn das alles weg ist, ne? Oh nein, das hat so viel Ressourcen verbraucht. Weißt du, alles nur für irgend so ein Vieh, was jetzt sowieso gestorben ist. Ich hätte auf dieses lila Licht scheißen sollen, ganz ehrlich. Dann wäre ich jetzt zu Hause mit beiden.
Ja, stimmt. Stimmt, es war echt nur wegen dem Licht, ne? Ja, ich bin wie so eine dreckige Motte, die in so ein elektrisches Ding reingeflogen Stimmt, jetzt wo du es sagst. Zero die Motte. Toller Folgenname. Mit dem lila Licht. Wie die Motten. Och Mann, ey. Guck mal, der. Was ist gemein? Was? Der bewusstlose Raptor schwebt hinter mir her. Okay. Ich dachte, der bleibt da liegen. Tut er eigentlich auch. Ja. Ach gut, okay. Cyber ist jetzt traurig. Komm. Yay! Das ist ja Staffelfinale, da kann man auch mal oben ohne spielen. Ich hoffe, ich komme rechtzeitig, um alles aufzusammeln. Leute, alle, die das jetzt gucken, ob YouTube oder Twitch, drückt mir die eure Daumen. Drückt sie mir, bis sie in euren Handflächen drinne sind. Ich finde, mein Raptor macht auch gruselige Geräusche. Ich weiß, warum sie gestorben sind. Warum? Mein Raptor hat, glaube ich, nicht angegriffen, weil er noch auf Passiv war. Oder? Kind Design? Ist die. Nein, der war definitiv nicht passiv. Ja, weil er hat ja hier auch mitgekämpft, als der Bär angegriffen hat. Okay, hast recht. Erdbeben, Erdbeben, Erdbeben. Kommen diese ganzen Vielleicht Raptoren nicht. her, ey. Das ist crazy shit. Ist krass, wa? Ich werde sie alle zähmen aus Rache und dann in den Abgrund laufen lassen. Natürlich. Und Zero oben drauf und denkt sich, Geronimo! Die Herde wird mir blind folgen in den Tod. Ja, das werden sie garantiert. Das ist ja das Schlimme daran. Du siehst ja, mein Raptor folgt mir sogar noch, wenn er bewusstlos ist. Er robbt sich durch den Dreck. Denkt sich, mein Frauchen, lauf nicht weg. Armer Raptor. Ja, der tut mir auch gerade ein bisschen leid. Toll, hier sind Pilze, die man nicht aufsammeln kann. Ich wollte Aquapilze farmen. Raptoren sollen sogar was nicht tun. Nein, definitiv nicht. Raptoren sollen mich auch nicht Ja, töten. Die Schweine, ey. er ist wieder aufgestanden. Yippie, yippie. Komm, zur Belohnung bekommst du jetzt einen leckeren, schmackhaften Dodo. Dann kann ich nämlich jetzt gleich mal vorführen, weil wie man auf so ein kleines Tierchen draufspringt. Da ist der Dodo. Wuhu, jetzt ist der Dodo weg. Mit einem Haps sind die im Mund. Hihihihihi. Ich habe auch noch eine lustige Story zum Zähmen. Als es Ja. noch relativ neu war für mich, das Spiel, hatte ich mir das so durchgelesen und wenn man zähmt, hieß es, also wenn sie be bewusstlos ist und man ihnen die gelben, oh Gott, die weißen Beeren gibt, dann kriegen sie schneller Hunger. Weil die weißen Beeren sind ja auch dazu da, dass sie aufwachen. So, das heißt, ich habe sie ihm gegeben und seine Betäubungsanzeige ist richtig schnell nach unten gesunken. Ich habe versucht, mit Betäubungsmitteln gegenzuwirken, was rein theoretisch auch funktioniert hat, aber es ging immer noch weiter runter. Das heißt, ich musste jedes Mal, wenn er zu weit unten war, ihm eine auf die Glocke geben. Und dann ist er irgendwann gestorben. Das bewusstlose Viech. Das war Okay. schön. Aber hättest du nicht einfach die Narkobären nehmen können? Ne, ich hatte ja extra Betäubungszeug hergestellt. Narkosemittel. Okay. Aber von den Bären stirbt er nicht. Ne, vom Narkosemittel auch nicht. Er ist ja nur gestorben, weil ich ihn schlagen musste, damit er nicht aufwacht. Wenn ein Okay. Tier betäubt auf dem Boden liegt, kannst du ihn Ja. schlagen, damit die Betäubung wieder hochgeht. Oder Ach ihn nochmal mit einem so. Betäubungspfeil oder so treffen. Ja, verstehe. Der ist natürlich richtig doof. Aber meine Lieblingsstory ist immer noch, wie Zero das Raptor-Ei gegessen hat. Nein, es war nicht lustig. Es war traurig. Ja.
Allerdings, und ich habe dich geschlagen dafür. Nein. Auch wenn PvP ausgestellt ist. Oh, ihr Drecks. Viecher! Oh. Ich krieg hier noch. Aber rammt Raptor Level 11, vor allem der ist nur Level 11. Hm? Der ist vor allem nur Level 11. Ja. Der packt dich, weißt du, dann kannst du dich nicht bewegen. Ja. Das stimmt. Weißt du, als wir hingegangen sind, hatten wir kaum Stress, weißt du, und jetzt sind da Raptoren und so ein Scheiß. Ja, ich bin dann genau da gespawnt, wo ich gestorben bin. Okay. Nächster Versuch. Hast du mich etwa schon gesehen? Der hat mich schon gesehen. The fuck. So. Hier kommst du nicht durch, Diggerchen. Ich auch nicht. Oh, cool. Ich habe sogar 3 Samen für diese Nakrobären gefunden. Das ist sehr gut. Das heißt, ich werde mir gleich mal ein Gebiet abstecken, wo ich ein paar Farmen aufstellen werde. Oh, ich bin dran vorbeigekommen. Oh. Ein bisschen Glück kriege ich gleich meine Leiche wieder. Ja. Mit ziemlich viel Pech, okay. Nicht. Dieser Weg ist mit Leichen von mir gesäumt. Ah, das ist ein Pferdchen. Ah, Pferde. Ja, Pferde will ich auch irgendwann noch haben. Aber dafür müssen wir erst stärker werden. Vor allem, ich glaube, das ist ein weißes. Cool. Das ist nice. Ja, so ein weißes Zebrapferd. Oh. Hm. Wie schön, dass hier die Ravager wieder da sind. Beziehungsweise der eine Leuchtende ist wieder da. So, Leiche, bitte sei noch da. Lauf nicht weg, Leiche. Ich bin gleich da. Vor allem lauf nicht weg. Ist das Konstrukt? Oh nein! Scheiß Raptoren. Jetzt zieht euch. Schön, hier ist ein Baum direkt durch das Metall gewachsen. Ja, ich glaube, meine Leiche ist nicht hier. Naja. Der war Level 42. Na, der hat die. Okay, ich komm zurück. Scheiß drauf. Ich mach alles neu. Und ich schwör's dir, ich komm da hoch, ich baue mir da eine Leiter hin. Oder irgendwas. In der nächsten Staffel. Und dann töte ich sie alle. Allesamt. Diese dreckigen, kleinen, niedlichen Wesen. No. Dann wirst du jetzt mein neuer Raptor. Dann nehme ich dich halt. Wenn der andere mich nicht will. Gibt es eigentlich schon Zero-Kill-Counter? Das ist eine geile Idee. Nein. Hey, das werde ich beim nächsten Mal machen. Okay, Spitzhacke geht schon mal, das ist sehr gut. Machen wir das Feuer also, mal aus. Ich werde es auf jeden Fall beim nächsten Mal einführen. Definitiv. So. Ich habe auf jeden Fall schon mal die Spitzhacke und die Armbrust. Ich habe sowieso schon die ganze Zeit überlegt, was man eventuell für Counter einbauen könnte. Einfach, damit ihr was zu zählen habt, zwischendurch. So, wie viel Zeit habe ich jetzt noch? Knapp eine Stunde. Okay, das kriege ich hin. Easy. Ja? Ja. Also für was auch immer. Metall sammeln und so ein Scheiß. Aber wieder auf den Stand kommen. Ich werde sie alle umbringen. Johanna, Metall ist ja jetzt mittlerweile genug da. Und ich werde sie alle zähmen. Ich zähme die alle, die dreckigen kleinen. Komm und schnapp sie dir. Ja? So wird es laufen. Ja. Die werden sich noch wundern, wenn sie hier rumstehen vor unserem Zuhause und beschützen müssen. Nichts anderes machen können. Einfach nur rumstehen. Ja. Die werden sich denken, nein, ich will etwas tun. So, ich hatte ja ein Level-Up. Solange ich Ausdauer regeneriere, können wir ja mal gucken, ob wir bereits einen Sarko oder ich such mal einen Sarko-Sattel. Sarko.
Sarko. Sarko-Sattel ist 35, da bin ich aber eigentlich gar nicht mal so weit entfernt von. Ja, na dann scheiß auf Raptoren, ne? Naja, der Sarko ist ja für Wasser eher. Und dann, Ja. wenn du mit ihm auf Land rumläufst, dann kannst du ja ewig rumlaufen. Kommst du Ja, nie gut, das an. stimmt. Da hast du recht. Aber dann kannst du wenigstens im Fluss rumschwimmen und alles beseitigen, was dir die ganze Zeit Probleme bereitet Ich hat. könnte einen Skorpionsattel machen. Okay. Keine Ahnung, was das bringt, was der kann. Vergiften. Also betäubungsmäßig. Hast du ja Ja, schon selber stimmt. gespürt. Ja, so ein bisschen. So, und dann brauche ich noch eine vernünftige Rüstung. Pelz. Haben wir schon was Besseres? Leder. Was kommt? Wann kommt die nächste Rüstung? 37. Okay, Ja, ist dann noch weit. mache ich die Lederrüstung. So, dann noch Schießpulver werden wir brauchen. Bärenfalle suche ich. Bärenfalle da. Bärenfalle haben wir jetzt auch. Cool. Ich glaube, der eine Bär, der ist sogar schon wieder respawned. Und Skorpionsattel lerne ich dann auch. Ich lerne einfach die Sachen, die wir jetzt schon haben. An Tieren, weißt du? Größte Problem wird einfach nur sein, die Dauer, wie das Metall halt braucht zum Schmelzen. Meinst du? Das dauert ewig. Ich meine, ich könnte eventuell es noch schaffen, mein Schwert wieder zu kriegen. Aber da ich jetzt erstmal die Armbrust habe, reicht das auch erstmal aus. Schwert ist halt wirklich nur Notlösung und ohne richtige Rüstung bringt mir so ein Schwert auch nichts. Das stimmt wohl. Mir hier das ganze Essen ablagern, ey. Ich bin bestimmt nur überladen, weil ich das ganze Essen immer mit mir rumschleppe. Los, komm, trage mich. So, das dazu hole ich mich hier gleich noch mal ein bisschen Feuerstein. Habe ich schon ein paar Pfeile für mich. Ja, Feuersteine sind in den Kisten massig verteilt. Ja, ich Oh habe oh. hier Nein, erstmal nein, den Weg nein. frei Geh gemacht. weg, geh weg, geh weg. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Geh weg. Nein, du hast mich nicht gesehen. Hau ab. Nein. Wer denn, was denn? Der Sarko hat mich gesehen. Wie, dann kommen wir doch zu nach Hause gelaufen. So schnell ist der jetzt nicht. Siehst du ihn? Ja, da läuft ja gerade her. Jetzt kann ich nicht mehr zielen. Hui. Okay, alles gut. Alles überlebt. Habt ihr ihn aufgegessen? Ja, ne? Das war mir klar. Aber krass, was die drei hier echt für Kräfte entwickeln. Soll ich dann nochmal auf Gesundheit gehen bei denen? Ja, kannst ruhig machen. Habe ich nicht für die Pfeile Feuerstein gebraucht? Doch, doch, alles gut. Fasern und Stroh. Fasern habe ich ja ordentlich was hier reingelegt. So.
irgendwie die ganzen schwarzen Beeren noch in sich drin. Wolltest du nicht irgendwie, keine Ahnung, die Steinplatten mal weitermachen? Ja, nö. Ja, nö, sagt sie. Die Level brauche ich nicht. Doch schon, aber ich habe mir gedacht, so fürs Staffelfinale, weißt du, mache ich einfach was Sinnvolles. Okay. Nein, ich will einfach nur für unseren Nachschub an Bären sorgen. Ach so. Und jetzt bin ich gerade dabei, mir Beete zu bauen. Weißt? Mhm. Ich habe nämlich 3 Stück von diesen Narkobärensamen. Und nebenbei sammle ich die ganzen Bärchen ein und mache daraus Narkosemittel. Okay. Ja, dann können wir wenigstens noch ein paar Tiere ziehen, naja. Ja, eben, deswegen. So, gib mir Pfeile, Mann, gib mir Pfeile. Hier wird alles getötet. Ich bin jetzt im Rage-Mode. Oh, ich hab ein Level up. Ich hab ein Level up. Endlich. Level 30, Leute. Endlich Level 30. 30 bist du erst. Ja. Deswegen sag ich doch schon. Ja gut, ich habe die ganzen Son Goku hier und so platt gemacht. Die haben mir ordentlich Level gegeben. Ja, klar. So, was haben wir denn hier Neues? Oh, Stolperdraht, Betäubungsfalle, das sowas ist ja auch geil. Ja, aber da steht irgendwie auch in Klammern oder so, dass es nicht für Tiere gilt. Also, dass du sie dann nicht zähmen kannst. Ach so, vorübergehend. Damit niedergestreckte Kreaturen sind vorübergehend nicht zähmbar. Hm. Handschellen, stimmt. Ich will eigentlich immer noch die Handschellen haben. Ja, ja. So, was habe ich denn hier neu? Eine Falltür. Cool. Falltürrahmen. Eine Metallsichel. Was kann ich denn damit? Ein gebogenes Werkzeug. Ideal, um Fasern von Pflanzen zu ernten. Oder zum Filetieren von Fischen. Mhm. Ja, cool. Sag mal, lasst euch doch mal treffen, ihr kleinen Köpfchen. Na gut. Aber jetzt auch nichts dabei, was ich jetzt unbedingt lernen muss. Kackst du schon wieder vor meinen Augen hin? Ins Haus? Schäm dich, Raptor, schäm dich. Und wer muss es wieder auf? Ich. Ja, ist auch dein Haustier. Ja, siehst du? Treff die Viecher nicht. Was soll denn das? Na cool. Okay, jetzt habe ich nicht mehr so viele Pfeile. Endlich werden mal die Steine in der Kiste gebraucht. Ich habe das Gefühl, wir brauchen immer alles außer Steine. Ich will diese scheiß Revenger hier weg haben. Dass die hier bei uns rumlaufen? Ja, die sind halt wieder ziemlich nah an uns dran. Aber ich treffe die nicht von da aus, wo ich bin. Das ist blöd. Bewegen sich auch immer so random, wenn ich gerade auf sie schießen will. Random vor allem. Mhm. Einen Scheiß machen die random. Die machen alles mit Absicht. Die tun immer nur so, als wenn das... Oh, aus Versehen nach rechts gelaufen. Hm. Ja, genau das hat er gerade gemacht. Das gibt's doch nicht. Ich will nicht auf den Hügel, weil da ist das echt kacke. Da können sie zu mir kommen. Im Stein fühle ich mich wesentlich sicherer. Ja, das glaube ich. Ja, endlich.
Jetzt kommt mal hier, ihr Kackviecher. Okay, der Skorpion ist irgendwie scheiße langsam. Okay. Aber weißt du, was der schon wieder gefressen hat? Lauf doch nicht weg, Mann. Immer schön auf den Hintern. Bam, bam, bam. Dieses dreckige Erdbeben. Okay. Was, warum, alles warum, gut. Warum? Ich hab den Schnellen habe ich gerade mit dem letzten Schuss getötet. Der, das Erdbeben hat mich wieder runtergeschubst. Oh mein Gott. Und das Sengoku-Jin ist zum Glück so scheiße langsam, dass ich rückwärts laufen kann. Ich hasse Erdbeben. Oh, ich habe ja gar keine. Oh Gott, ich habe gar keine Axt. Okay. Ja, ich muss kurz mal. Aber ich habe genug Metall, um jetzt eine zu machen. Ja. Mache ich die jetzt fix. Solange sie nicht aufgefressen werden. Wie sie da liegen. Komm wieder, frisst da jemand irgendwie. So ein Dodo. Nom 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 nom. War lecker. Nein, das sind unsere Tiere. Die dürfen nur wir essen. So. Na, no, das Pflänzchen wächst. Leder, hast du noch. Hast du noch ein Leder? Ja, 23 Stück habe ich bei mir. Ich brauche Leder, um meine Axt zu machen. Gib mir. Tja. Wie viel brauchst du denn? Eins. wo bist du? Hinter dir. Hinter dir? Oh. Bitte. Und tschüss. Da hast du. Dankeschön. Jo, gerne. So, dann habe ich die Axt auch komplett. Dann farme ich jetzt Leder. Dann geht das ab. Gut. Und wenigstens sind dann die Ravager hier weg. Ja, das stimmt. Und da habe ich so ein bisschen Scheiß aufgesammelt. Yay! So, was hattest du denn dabei? Bären? Na, der hat eine Eisenspitzhacke dabei. Toll. Wie, wer? Der Dingsbums? Der Ravager. Hat er dich vielleicht irgendwann mal getötet? Nee, das ist Random Loot. Okay, cool. Wieso nicht? Der hatte auch eine Pike dabei, die kann ich jetzt ausrüsten. Ein paar Pfeile hat er auch am Start gehabt. Oh. Bären und so ein Kram. Mal gucken, was der andere so. Vielleicht hat der andere auch irgendwas dabei. Nee, ja. Cool. Nö. Schade. So, ich gehe auf die Jagd. Und Stego möchte ich nicht unbedingt angreifen. Nee. Ich glaube, das wäre reinster Selbstmord. Ich könnte mich vielleicht auf den Stein flüchten. Na gut, jetzt bin ich erstmal tot. Das war's mit dem Stein. Oh, ich laufe mal zurück währenddessen. Ich sterbe. Warum bist du einfach so gestorben? Weil ich im Pilze reingelaufen bin. Ach so. Ja, verstehe. Ach Gott, ey, diese dreckigen Pilze, ey. Hier noch Hass. Verständlich. Ja, aber guck mal, unser Gebiet ist jetzt schön frei. Ja. Ja, was leuchtet denn da auf dem Boden? Ach, das ist so eine Fossilpeil mit einer Taucherhose. Geil. Warum findest du immer in so einem Dings so viele coole Sachen? Ey, das verstehe ich nicht. Ja, du musst darauf achten, ob sie stinken. Also wenn der Rauch rauskommt. Ah, okay. Ansonsten sind da nur Knochen drin und wenn die qualmen, dann nicht. Ihr Dreckigen! Da bist du. Na toll.
Der Revenger hatte eine Waffe dabei, die irgendwie zwei Schläge ausgehalten hat und kaputt gegangen ist. War so, so eine dämliche Mücke, die meine Leiche fressen wollte. Schweinerei. Ich fütter den Bullpink. Bull. Bull. Nee, Bulbdog. So rum. Also fütterst du ihn jetzt doch. Ja, der läuft hier rum. Und freut sich. Guck mal, wie süß der ist. Ja, wie lächelt er ankommt. Der will gefüttert werden, hat er gesagt. Aber irgendwie sehe ich noch nicht, dass er irgendwie gezähmt ist oder so. Frisst er gar keine Beeren? Doch. Nee, Pilze waren das. Pilze? Oh. Ja, dann ist klar, warum es sich nicht füllt. Dann warte ab. Halte aus, kleines Bulbdog-Dingsbums. Dann fütter ich ihm halt Pilze. Guck mal, bring ihn mal zum Leuchten. So. Wo bist du hin? Da! Hier kommt er so an und denkt sich, lecker, ist mir aber scheißegal. Voll angelogen. Wer? Ehrlich? Ja. Das sind schon mal die Peitschenpilze. Aquapilze hatte ich ihm, glaube ich, gegeben. Ups. Hier will ich natürlich nicht. Oh, steckst du wieder fest? Da tut mir fast schon leid. Deine Spezies ist es leider zu doof, um durch Steine durchzukommen. Ja. Oh, schön 97 Leder rausgeholt. So gönn ich. Guck mal, er kommt sogar schon zu den anderen. Ist das nicht schön? Ach, guck mal. Ah, jetzt. Jetzt fühlt sie sich. Er hat sich gefreut. Dann kann man ja sogar Y drücken, wenn es das Richtige ist. Ja, ja. Ah. Er kommt sogar schon unserer Basis rumgelaufen. Wie niedlich, ey. Und schon zu 38% gezähmt. Ah, hat kein hohes Level. Nö, nö, Level 6 ist er nur. Aber süß. Nee. Hallo. So, wie viel Leder habe ich jetzt? Auf jeden Fall wieder ordentlich Fleisch. So, zack, 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 zack. So, komplette Lederkombi hergestellt. Bam. So soll es sein.